Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz besonders einfach. Heute geht es um EDIFACT Datenelementgruppen. Datenelementgruppe weist schon darauf hin, es gibt da mehrere Datenelemente. Und Datenelemente sind ja schon das Zauberwort. Dahinter steckt nämlich der eigentliche Inhalt, den man in so einer abstrakten Nachricht dann sogar lesen kann. So eine Datenelementgruppe wird immer eröffnet mit einem Tag, also mit einem Elementbezeichner, der jetzt genau darstellt, um was handelt es sich bei den folgenden Angaben. Dahinter kommt dann ein weiteres Datenelement, dann kommt eventuell nochmal ein Datenelement und vielleicht nochmal eins. Und das ist dann schon die gesamte Datenelementgruppe. Und die gibt jetzt etwas Bestimmtes wieder, zum Beispiel das Datum des Versendens dieser EDIFACT-Datei. Oder das Datum der Gültigkeit einer EDIFACT-Datei. Oder dann ganz inhaltlich zum Beispiel ein Bilanzierungsbeginndatum. Kann aber genauso gut sowas sein wie eben ein Zählerstand, der damit praktisch eingeführt wird und in einer Datenelementgruppe angegeben wird. Oder eben eine Zählernummer oder der Name des Kunden. Sowas ist jeweils der Inhalt von einer Datenelementgruppe, die eben mit so einem Tag, der dann auch eindeutig identifiziert und gefunden werden kann, ja, praktisch eingeläutet wird. Diese Tags kann man jetzt nachlesen in den diversen Dokumenten auf edi-energy, also edi-energy.de. Das ist die Nummer 1 Adresse für die deutsche Energiewirtschaft, wenn es darum geht, die Marktkommunikation genauer zu verstehen. Dort findet ihr für alle verschiedenen Datenformate wie UTMD, Invoice, MS-Cons und Co. die Anwendungshandbücher, in denen praktisch die Regeln für die Zusammenstellung dieser Dateien beschrieben werden. Und die MIGs, das sind praktisch nochmal genauere Erklärungen für die Syntax, also für das Zusammenstellen dieser verschiedenen ja, Datenelementgruppen zum Beispiel mit einer jeweiligen Beschreibung. Also was ist jetzt mal ein Beispiel? Gehen wir mal auf ein Dokumentendatum an. Also die Angabe, zu welchem Datum soll dieses Dokument jetzt eigentlich ankommen. Und dieses Datenelement, diese Datenelementgruppe wird eröffnet mit dem Tag DTM. Steht für Datum, das kann man sich schon mal merken, das ist relativ eingängig. Dahinter kommt dann erstmal ein Plus und dann zum Beispiel 137. 137 steht jetzt für Dokumentendatum. Eine andere Ziffer würde jetzt hier für was anderes stehen, wie zum Beispiel Bilanzierungsbeginndatum oder Einzugsdatum. Hinter dieser, in diesem Fall 137, ist ein Doppelpunkt und dann kommt das Datumsformat. Das ist zum Beispiel 2019, 09, 01 und dann auch noch die Stunde 15 und 30 für die Minuten. Und das ist dann auch schon die klare Angabe. Zu diesem Zeitpunkt soll dieses Dokument jetzt versendet worden sein oder hat zu diesem Zeitpunkt die Gültigkeit. Dahinter ist dann zum Beispiel nochmal ein Doppelpunkt 203. Das ist nochmal eine genauere Beschreibung des Datumsformats. Hier ganz klar Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute. Und auf diese Weise kann man so eine Datenelementgruppe schon mal super verstehen, wenn man weiß, wofür das Ganze jetzt eben stehen soll. Ein anderes Beispiel wäre DTM plus 158 für Bilanzierungsbeginndatum. Dahinter wieder Doppelpunkt 2019. 1001 für den 1. Oktober und dementsprechend dann der Hinweis, dass zu diesem Tag praktisch die Bilanzierung beginnen soll. Dahinter nochmal Doppelpunkt 102 für die genauere Beschreibung des Datumsformats. In dem Fall 102, weil eben nicht mehr Stunde, Minute dazu kommen. Das war die vorige Unterscheidung. Bei der 203 haben wir das gesamte Datumsformat und bei der 102 haben wir praktisch nur die Begrenzung bis hin zum Tag. Ist ja auch sinnvoll bei einem Bilanzierungsbeginn. Genauso sinnvoll bei einem zum Beispiel Lieferbeginn, der ja an einem bestimmten Tag stattfindet. Ganz andere Varianten, die jetzt nichts mit dem Datum zu tun haben, wäre zum Beispiel statt dem DTM eine RFF plus Z13 Doppelpunkt 31002. Das beschreibt, dass es sich bei dieser vorliegenden Nachricht um eine Netznutzungsabrechnung handelt. Das RFF plus Z13 beschreibt, dass der Inhalt dahinter ein Prüfidentifikator ist. Zu den Prüfidentifikatoren mache ich demnächst nochmal ein einzelnes Video. Die beschreiben praktisch eindeutig, um was es sich jetzt eigentlich in dieser Datei genau handelt. Ist es ein Zählerstand? Ist das eine ja, Lieferbeginn-Nachricht? Ist das eine Abschlagsrechnung? Ist das eine Control, die etwas bestätigt oder etwas ablehnt? Das wird eindeutig mit dem Prüfidentifikator angegeben und in diesem Fall die 31002 beschreibt eben, es ist eine Netznutzungsabrechnung. 31001 wäre, soweit ich weiß, die Abschlagsrechnung. Und so kann man auch schon super anhand dieser Angabe unterscheiden, um was handelt es sich jetzt eigentlich in dieser Nachricht, die zum Beispiel nicht korrekt eingelesen werden konnte und die ich jetzt eben mal manuell prüfen müsste. Eine kleine Unterscheidung zu diesem RFF.
danach nicht plus Z13, sondern plus VA, Doppelpunkt DE 1234567 89, ist die Angabe der Umsatzsteuer-ID. Na, also RFF plus Z13 ist Prüfidentifikator, RFF plus VA ist Umsatzsteuer-ID. Wenn man das weiß, wenn man das praktisch mal nachgelesen hat und die für sich wichtigen Inhalte aufgeschrieben hat, dann kann man super einfach auch in dieser abstrakten EDIFAC-Datei nachlesen, was da genau drin steht. Und wie gesagt, findet ihr diese Inhalte aufgelistet in den Anwendungshandbüchern und in den MEGs auf edi-energy.de. Wenn ihr mehr zu solchen Sachen wissen wollt, dann schaut euch doch mal genauer an, was wir bei Energiewirtschaft einfach genau alles anbieten. Wir haben E-Books, wir haben Online-Kurse, wir haben Vor-Ort-Seminare und Unternehmensberatung für Stadtwerke, für Energieversorger, für Netzbetreiber. Wenn ihr da was gebrauchen könnt, der Link ist in der Videobeschreibung. Habt ihr irgendwelche Fragen zu EDIFAC, zu diesen Datenelementgruppen, dann schreibt die doch in die Kommentare. Und ansonsten liked das Video, bitte gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert.